Ich habe jetzt den Auftrag und den Wunsch, ein bisschen die Tai-Chi-Vielfalt weiterzubringen. Da habe ich mir dieses Bild mitgebracht. Das ist das Wappentier der Li-Familie. Es gibt viele verschiedene Tai-Chi-Stile, aber es gibt noch viel mehr verschiedene Qigong-Arten. Das, was ich jetzt machen will, heißt Gras im Wind. Und wenn man sich dieses Bild nochmal anguckt, dann ist das ja kein Landlebewesen. Das heißt, dieses Bild, was ich jetzt weitergebe, heißt eigentlich Seegras. Aber weil man als Flachland-Tiroler halt mit Gras bessere Erfahrung hat, mache ich das mit diesem Namen. In dem Bild oder andersrum. Es gibt verschiedene Arten, Tai Chi zu lernen. Das Klassische, was alle kennen, ist die Form. Wenn alle Leute im Park stehen und das Gleiche machen, dann ist es halt kein Zufall, sondern es soll so sein. Die zweite Art, Tai Chi zu üben, ist für mich freies Tai Chi. Das heißt, es gibt Grundprinzipien, nach denen ich mich bewege. Zum Beispiel die da. Da steht in der Mitte das Yin und Yang, das ist das oberste Prinzip. Wer rastet, der rostet. Also sind alle Bewegungen beim Tai Chi immer so, dass Yin und Yang gewechselt wird, wäre ein Grundprinzip. Und was ich draus mache, ist dann egal, kann ich frei kombinieren. Freies Tai Chi ist also das Gegenteil von Form, wo ich nichts variieren darf, sondern ich soll es ja so machen, wie es seit Ebenzeiten richtig ist. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, es mit Partnern zusammen zu machen. Das nennt man dann halt Partnerübung. Da gibt es verschiedene Tui Shou, Push Hands, Ifu Sao. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, das mit Werkzeug zu machen. Tai Chi Fächer, Tai Chi Schwert, wie auch immer. Und was wir jetzt machen, ist freies Tai Chi. Ich versuche in dieses Bild, Gras im Wind, verschiedene Prinzipien einzuarbeiten. Und ihr werdet es besser verstehen, wenn ihr mitmacht. Wenn man sich jetzt überlegt, Gras im Wind, was unterscheidet Gras im Wind von uns? Naja, Gras ist festgewachsen. Wenn ich also festgewachsen bin, dann brauche ich das Gefühl des Verwurzelns. Und das geht über die Füße. Bei der Li-Familie gibt es viele verschiedene Arten zu stehen. Das ist der Bienenstand, die Füße sind zusammen. Das ist der Adlerstand, Füße sind vorne auseinander. Das ist der Bärenstand, da stehe ich hüftbreit. Das ist der Reiterstand, da stehe ich doppelt hüftbreit und die Füße zeigen nach vorne. So, gehen wir davon aus, das wären jetzt meine Wurzeln. Hier habe ich einen Wurzelstrang und da habe ich einen Wurzelstrang. Wenn jetzt ein Wind kommt, Gras im Wind, würde das bedeuten, dass das Gras vom Wind bewegt wird. Das heißt, ich gehe nach rechts und links. Je nachdem, der Wind kommt. Hier ist im Moment übrigens relativ stürmisch. Ich weiß nicht, ob man das hört. Und dann bewege ich mich sanft von einer Seite zur anderen. In diesem Bewegen fangen meine Arme an, mitzuschwingen. Als ob das Teile von meinem Pflanzenwerk sind. Mitte geht zur einen Seite, Arme folgen, Mitte gehen zur anderen Seite, Arme folgen. Was man jetzt beim Tai Chi nicht machen wird, ist dieses. Das wäre, Ferse hat sich abgehoben, dann ist die Pflanze am kaputt gehen, weil die Wurzel wechseln. Ich gehe nur so weit, wie mich die Füße lassen. Und oft ist es so, dass man als normaler Europäer mehr an die Hände denkt. Und je mehr die Armbewegung dominiert, umso schwieriger wird es, den Kontakt zu den Füßen zu halten. Gras im Wind. Und bei den ganzen Tai Chi und Qigong geht es ja nicht darum, dass man sagt, das ist jetzt ein intellektuelles Wissen, sondern es ist das Zusammenführen vom Bewusstsein und Körperbewusstsein. Wenn ich jetzt diese Bewegung mache, bewegt sich meine Mitte, der Dantian, aber gleichzeitig mein Schwerpunkt in die gleiche Richtung, wie meine Arme sich bewegen. Dann wären wir beim zweiten Prinzip vom Tai Chi. Tai Chi macht nicht gegenläufige Bewegungen, sondern alles fließt in eine Richtung. Wenn ich jetzt nach vorne oder zurückgehen möchte, dann muss ich meine Füße ändern. Wenn ich einen Fuß nach vorne setze, kann ich mit der Mitte vorgehen, Arme folgen oder zurück.
Im Lee-Stil wird man dann sagen, wenn ich ganz vorne bin, bin ich Drache. Wenn ich hinten bin, bin ich Ente. Mal einen Fuß wechseln, einen Schritt vor oder zurück gehen, ist egal. Wo die Mitte hingeht, schwingen die Arme hin. Gras im Wind. Jetzt kann man ja schöne Experimente machen. Zum Beispiel dieses Experiment. Wenn ihr den vorderen Fuß mal auf die gleiche Linie wie den hinteren setzt, merkt man, oh, es passiert sowas wie Balancieren. Ich bin zu schmal aufgestellt. Dann ist es vielleicht geschickter, wenn ich den vorderen Fuß breit stelle. Ich habe heute schöne weiße Strümpfe an, dann sieht man zwei Füße. Wenn ich den so hinstelle, ist es definitiv zu schmal. Ich stehe immer hüftbreit. Lass uns mal einen Schritt machen und mach doch mal ein Experiment. Setz den vorderen Fuß mal schmal, beweg dich vor und zurück. Und du wirst eine Nervosität in deinen Beinen spüren, vielleicht sogar den Impuls, dass du mit den Armen balancieren musst. Das heißt, wenn du deine Wurzeln nicht gut wählst, deinen Stand nicht gut wählst, bezahlst du, indem du anfängst, Muskulatur anzuspannen, die sich eigentlich entspannen könnte. Du verschwendest Kraft, mach das nicht. Da wären wir beim dritten Prinzip. Wenn ich mich bewege, beim Tai Chi versuche ich immer, möglichst wenig Muskelaufwand zu benutzen. Ich versuche, mich in der Bewegung zu entspannen. Das kann man am Anfang am besten in den Armen spüren. Nimm mal beide Hände zu einer Seite oder zur anderen Seite. Sag mal, es ist sowas wie Seitenwind. Und wechsel mal den Fuß, Schritt vor oder zurück. Das ist jetzt also die Grundbewegung, Gras im Wind vor und zurück. Und die habe ich jetzt variiert, indem ich sage, okay, wie ist das denn, wenn ich beide Hände auf einer Seite vorbeilaufen muss? Erstes Prinzip war verwurzeln. Zweites Prinzip war immer locker. Wenn ich das jetzt mal zur Seite für dich mache, gibt es bei den Armen die Möglichkeit, zu viel Kraft anzuwenden. So, ich habe die Arme durchgestreckt, weil es mir wichtig ist, weit vorzukommen. Das ist aber das, was ich eigentlich möchte. Ich spüre das Gewicht der Arme und gehe zurück. Mach doch einfach die Fehler mal mit. Du bist vorne, du streckst die Arme durch, streckst die Finger durch, spürst da rein. Aha, so fühlt sich das an. Jetzt stellst du dir vor, das ist hier aufgehängt, du kannst die Schulter hängen lassen, der Ellbogen hängt. Du spürst das Gewicht deiner Arme, zumindest spüre ich das, und dann benutzt du das und schwingst zurück. Im Bild vom Gras im Wind würde es zum Beispiel dadurch wieder gefunden, dass Muskelsachen sind, die Lebewesen haben, die atmen, also Tiere, Menschen. Pflanzen haben ja eigentlich keine Muskeln, das heißt, sie werden bewegt durch den Wind. Sie brauchen keine Kraft, um sich zu bewegen, sondern das leihen sie sich von außen. So. Jetzt fangen wir mal an, das noch ein bisschen auszubauen, indem wir die Füße mehr benutzen. Wir hatten am Anfang Bewegung zur Seite. Wir hatten in Reiter gestartet. Wenn ich jetzt auf einem Bein stehe, heißt es bei uns Leopard. Den gibt es als rechten und linken. So. Das war das Erste. Gras und Wind zur Seite. Jetzt kombinieren wir Seite und vorne. Ein Fuß vor. Drache. Zurück. Ente. Leopard. Andere Seite. Fuß neu setzen, verwurzeln. Entwurzeln, ich stehe nur auf einem Bein sicher. Jetzt stehe ich wieder auf beiden.
So, jetzt waren wir bei dem Bild Gras im Wind und es hieß, ich soll verwurzeln. Die Wurzeln ernähren meine Bewegung, ernähren die Pflanze. Wie ich stehe, gibt meine Bewegung Kraft oder weniger Kraft. Dann hat mir gesagt, okay, ich als Pflanze werde bewegt. Das soll mich motivieren, daran erinnern, möglichst wenig Muskelaufwand zu treiben. Ich kann auch mit dem Tempo spielen, ich könnte es noch viel langsamer machen oder viel schneller. Das sind alles Sachen, die man einbauen kann. Wenn man das jetzt aber so eine halbe Stunde lang gemacht hat und steht hier in dem Raum, wie ich hier, und habe alle Fenster zu, da ist ja kein Wind da. Was ist der Wind von meiner Bewegung? Dann wäre eine Idee dafür, mein Atem ist mein Wind. Wenn ich ausatme, gehe ich vor. Mit dem Einatmen gehe ich zurück. Mit dem Ausatmen von der Mitte weg. So dass ich im Bewegen den Atem mit einbinde, mein innerer Wind. Am einfachsten ist es erstmal das Vor- und Zurück zu machen, ausatmen vor, einatmen zurück. Und du kannst die Hände variieren, wie vorhin. Und in aller Ruhe, langsam und fließend, atme ich durch die Nase ein und aus. Ich kann jederzeit anfangen, den Fuß zu wechseln. So, und jetzt bin ich aus der Anleitungsphase raus. Das heißt, du musst jetzt nicht mehr unbedingt das machen, was ich tue, sondern wenn wir zusammen jetzt freies Tai Chi machen, könntest du jederzeit die Bewegung verändern. Bis hin dazu, dass du anfängst, dir Sachen auszudenken, was die Arme machen würden, wenn es so oder so oder so ginge. Ja, und so kann man mit relativ wenig Formwissen viel Gefühl für die Bewegung, für das Qi, für die Seele vom Tai Chi aufbauen. Okay, das wäre so eine Idee. Am Anfang machen wir bei uns eigentlich immer sowas. Das ist die Anfangs- und die Endbegrüßung. Ja. Wenn du mitgemacht hast, super. Wenn du es nur angeguckt hast, auch gut.